Es ist schon dunkel draußen, fast 2 Uhr morgens. Du gehst hinaus und schaust in den Himmel. Dort oben steht der helle, volle Mond. Und obwohl du glaubst, schon viel über unseren natürlichen Trabanten zu wissen, bleibt immer noch die Frage, wie ist er eigentlich entstanden? Die Antwort ist bis heute ein Rätsel geblieben, auch wenn es natürlich Theorien gibt. Eine weit verbreitete Theorie, die sogenannte Impact-Theorie, besagt, dass der Mond durch eine Kollision der Erde mit einem kleineren Planeten, etwa so groß wie der Mars, entstanden ist. Diese Kollision fand wahrscheinlich vor 4,5 Milliarden Jahren statt. Eine andere Theorie, die Einfangtheorie, besagt, dass der Mond ursprünglich ein wandernder Körper im Sonnensystem war, der von der Schwerkraft unseres Planeten eingefangen wurde, als er die Erde passierte. Es gibt jedoch einen Widerspruch zu dieser Theorie, da der Mond und die Erde bemerkenswerte isotopische und chemische Ähnlichkeiten aufweisen, die darauf hindeuten, dass der Mond nicht von einem anderen Ort stammen kann. Andere Experten halten auch die Theorie für plausibel, dass der Mond entstanden ist, als die Erde in der Vergangenheit sehr schnell rotierte und sich dabei ein Teil ihrer Materie abspaltete, der dann um unseren Planeten kreiste. Doch auch hier gibt es ein Problem. Die mineralische Zusammensetzung des Mondes müsste dann mit der Erde identisch sein, was aber nicht der Fall ist. Der Mond weist eine höhere Konzentration von Materialien auf, die sich bei hohen Temperaturen sehr schnell bilden. Eine andere Theorie besagt, dass der Mond bei der Entstehung unseres Planeten einfach mitgeboren wurde. Eine weitere Frage, die die Astronomen derzeit beschäftigt, ist, ob der Mond wirklich ein Satellit der Erde ist oder ob es sich um 2 gleichberechtigte Planeten handelt. Aufgrund seiner Größe, er ist etwa ein Viertel so groß wie die Erde, wird der Mond von einigen Experten als Doppelplanet bezeichnet. Um diese Frage zu klären, muss der Begriff Planet definiert werden. Nach der Definition der Internationalen Astronomischen Union ist ein Planet ein Körper im Weltall, der die Sonne umkreist, annähernd rund ist und genügend Masse besitzt, um durch seine Schwerkraft die Umgebung seiner Umlaufbahn zu beleuchten. Was ist ein Satellit? Ein Satellit ist ein Objekt im Weltraum, das einen größeren Himmelskörper umkreist. Im Falle des Erde-Mond-Systems liegt der Schwerpunkt, das sogenannte Baryzentrum, innerhalb der Erde. Was bedeutet, dass der Mond als Trabant der Erde betrachtet wird und das System kein Doppelplanetensystem ist. Vor etwa 3 bis 4 Milliarden Jahren besaß der Mond wahrscheinlich eine vollständige Atmosphäre, obwohl er kein Planet war. Diese Atmosphäre entstand durch heftige Vulkanausbrüche, bei denen Gase in alle Richtungen ausgestoßen wurden und sich so schnell ausbreiteten, dass sie nicht mehr entweichen konnten. Die Oberfläche des Mondes war damals von Becken bedeckt, die mit vulkanischem Basalt gefüllt waren. Man kann sich vorstellen, wie riesige Magmaströme aufstiegen, zu Boden fielen und Lavaströme bildeten, die die Basaltbecken auf der Mondoberfläche schufen. Als Wissenschaftler später Proben vom Mond analysierten, stellten sie fest, dass die Lavaströme nicht nur Kohlenmonoxid und Schwefel enthielten, sondern auch Bausteine von Wasser. Forscher konnten anhand von Proben berechnen, wie viel Gas vor rund 3,5 Milliarden Jahren aufstieg und die Atmosphäre des Mondes bildete. Diese Atmosphäre war am dichtesten und existierte etwa 70 Millionen Jahre, bevor der Mond im Weltraum verschwand. Das Spannende daran ist, dass der Mond damals unserem Planeten viel näher war, bis zu 19 Mal näher als heute. Eine Computersimulation deutet darauf hin, dass der Abstand zwischen Mond und Erde damals etwa 30.000 Kilometer betragen haben könnte, während er heute etwa 386.000 Kilometer beträgt. Der Mond erschien damals also viel größer am Himmel als heute. Allerdings gab es damals keine Dinosaurier, die diesen Anblick genießen konnten. Heute besitzt der Mond kaum noch eine Atmosphäre, was bedeutet, dass er nicht mehr vor Meteoriteneinschlägen geschützt ist. Seine Oberfläche ist daher von zahlreichen Kratern übersät. Im Gegensatz zur Erde, auf der etwa 190 Einschlagskrater bekannt sind, von denen viele bewachsen oder mit Wasser gefüllt sind, gibt es auf dem Mond mehrere Millionen Krater, von denen etwa 5000 größer als 19 Kilometer sind. Und da der Mond seismisch weniger aktiv ist als die Erde, bleiben diese Krater und andere uralte Formationen über Jahrhunderte hinweg in perfektem Zustand. Der Mond erscheint als hellstes Objekt am Nachthimmel, obwohl seine Oberfläche eigentlich dunkel ist, denn sein Rückstrahlvermögen ist nur wenig höher als das von Asphalt.
die Anziehungskraft des Mondes verursacht nicht nur die Gezeiten auf unserem Planeten, wodurch sich die Ozeane auf beiden Seiten des Planeten auftürmen, sowohl auf der mondnahen als auch der mondfernen Seite, sondern verlangsamt auch die Rotation der Erde durch das Phänomen der Gezeitenbremse. Dadurch verlängert sich die Dauer eines Tages auf der Erde um etwas mehr als 2 Millisekunden pro 100 Jahre. Auch der Mond bewegt sich von der Erde weg, etwa so schnell wie Fingernägel wachsen, nämlich etwa 4 Zentimeter pro Jahr. Würde der Mond eines Tages aus dem Weltall verschwinden, hätte das Auswirkungen auf unseren Planeten. Ohne die stabilisierende Anziehungskraft des Mondes würde sich die Neigung der Erde stark verändern. Von keiner Neigung, das heißt keine Jahreszeiten, bis zu einer starken Neigung, das heißt extreme Wetterbedingungen. Obwohl die Mondoberfläche weitgehend ruhig ist, kommt es auf unserem natürlichen Erdtrabanten immer wieder zu sogenannten Mondbeben. Eine gängige Theorie besagt, dass diese durch das Schrumpfen des Mondes und die damit verbundene Abkühlung seines Inneren verursacht werden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Mond in den letzten paar hundert Millionen Jahren um etwa 45 Meter dünner geworden ist. Um dieses Phänomen besser zu verstehen, kann man sich vorstellen, wie eine pralle Weintraube zu einer schrumpeligen Rosine wird. In ähnlicher Weise schrumpft der Mond und seine harte, spröde Oberfläche bekommt Risse und Brüche, wodurch sich Teile des Mondes über andere schieben. Interessanterweise haben Forscher kürzlich entdeckt, dass der Mond sogar einen Schweif hat, der sich jeden Monat wie ein Schal um unseren Planeten legt. Dieser Schweif besteht aus Millionen von Natriumatomen, die durch Meteoriteneinschläge aus der Mondoberfläche herausgeschleudert werden und weiter ins All fliegen. Wenn der Mond zwischen Sonne und Erde steht, fängt die Schwerkraft unseres Planeten diesen Natriumschweif ein und formt ihn zu einem langen Band, das sich um unsere Atmosphäre legt. Obwohl der Mondschweif für uns Menschen völlig ungefährlich und mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, er ist 50 Mal schwächer als das, was wir wahrnehmen können, kann er an seltenen Tagen mit leistungsfähigen Teleskopen als schwaches, gelbliches Leuchten am Himmel beobachtet werden. Der Schweif erscheint dann als schimmernder Fleck, der etwa 5-mal so groß ist wie der Durchmesser des Vollmonds. Vor einigen Jahren ist ein Asteroid in die Erdumlaufbahn eingetreten und hat begonnen, unseren Planeten zu umkreisen. Obwohl dieser Asteroid nicht größer ist als ein durchschnittliches Auto, war er eine Rarität, da er erst der 2. bekannte Asteroid war, der die Erde umkreiste. Der Asteroid mit dem Namen 2020 CD3 war vorübergehend unser Minimond. Er blieb aber nicht lange bei uns, sondern schwenkte auf eine zufällige Bahn und trieb langsam davon. Solche temporär eingefangenen Objekte sind extrem selten, denn sie müssen eine bestimmte Richtung und Geschwindigkeit haben, um von der Schwerkraft der Erde eingefangen zu werden. Andernfalls stürzen sie auf die Erde oder fliegen in eine andere Richtung.